Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Krischer, Sie haben kritisiert, es würden hier keine Umweltpolitiker reden. Als umweltpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion freue ich mich, dass meine Fraktion sowohl die Wirtschafts- als auch die Umweltseite sieht. Denn das ist die Abwägung, die wir hier zu treffen haben. Wir haben auf der einen Seite eine Importabhängigkeit beim Erdgas. Erdgas, was wir zunehmend brauchen, um die Schwankungen von Wind und Sonne in der Energiewende auszugleichen. Wir wollen nicht auf Dauer abhängig sein von den Russen. Wir müssen auch eigene Quellen erschließen, und deswegen ist die Schiefergasförderung für die Versorgungssicherheit wichtig, meine Damen und Herren. Und auf der anderen Seite ist aber genauso klar, es darf keine Gasförderung geben, wo es eine Gefährdung des Grundwassers oder des Trinkwassers gibt. Das Wasser und seine Integrität hat absoluten Vorrang vor der Gasförderung, meine Damen und Herren. Und deshalb, meine Damen und Herren, es wurde hier schon niedersächsischer Wahlkampf gemacht, kann ich Ihnen nur sagen, die Koalition in Niedersachsen und allen voran der Umweltminister Birkner hat eine klare Position in den Landtag eingebracht, nämlich kein Fracking in Wasserschutzgebieten und eine klare Umweltverträglichkeitsprüfung. Und ich kann Sie beruhigen, meine Damen und Herren, genau das ist die Position der FDP-Bundestagsfraktion, nicht nur hier im Bundestag, sondern auch eben in den Ländern, in NRW und in Niedersachsen. Herr Kollege Kauk, Frau Römers würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Möchten Sie das zulassen, Frau Römers? Ja, bitte. Bitte. Kollege Kauch, Sie kommen ja genauso wie ich aus dem Ruhrgebiet. Und Sie haben hier zum wiederholten Male ja auch Ihre Kollegen angesprochen, die Trinkwassersicherheit. Das ist natürlich ein Gefährdungspotenzial, aber es gibt ja beim Fracking bekanntermaßen eine Menge mehr Gefährdungspotenziale. Und einer davon ist die Erfahrung in den USA, dass wenn man Zehntausende Liter Flüssigkeit mit 5000 Bar in die Erde presst, das zu Erderschütterungen zwischen 1 und 3 auf der Richterskala führt. Wir beide kommen aus dem Ruhrgebiet und wir beide wissen ziemlich genau, wie die Erde im Ruhrgebiet so aussieht. Wollen Sie dieses Risiko tatsächlich eingehen, ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, die Firma Wintershall hat von der Bezirksregierung Arnsberg bereits im Jahre 2011 eine Genehmigung fürs Fracken bekommen. Sind Sie dafür, dass diese Genehmigung wieder zurückgezogen wird? Meine Damen und Herren, in Deutschland wird Umweltrecht und Bergrecht in der Verwaltung nach Recht und Gesetz von den Landesbehörden entschieden und nicht im Einzelfall hier vom Deutschen Bundestag. Das ist gerade ein rechtsstaatliches Prinzip, dass es die Verwaltung ist, die hier zu prüfen hat, ob eine Umweltgefährdung im Einzelfall vorliegt oder nicht. Und deshalb ist es Aufgabe der Bezirksregierung in Arnsberg und in der Aufsicht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen an dieser Stelle die Entscheidung zu treffen, ob nach Recht und Gesetz hier gehandelt worden ist oder nicht, meine Damen und Herren. Und meine Damen und Herren, es ist auch ganz klar, wir wollen ja nicht nur den Ausschluss in Wasserschutzgebieten, wir wollen nicht nur eine gute Umweltverträglichkeitsprüfung, wir wollen auch ein Einvernehmen der Wasserbehörden, ganz klar, nicht nur mal die Wasserbehörden fragen, sondern wenn die Wasserbehörde sagt, es darf nicht gefrackt werden, weil es das Grundwasser gefährdet, dann wollen wir, dass dies auch ein Ausschlusskriterium ist für ein Fracking. Antrag. Möchten Sie noch eine Zwischenfrage zulassen? Bitte schön. Gerne. Ich finde, Ihre Forderungen ja gehen schon relativ weit und über die könnte man diskutieren. Und meine einzige Frage ist, wo ist der Gesetzentwurf, den wir baldmöglichst verabschieden können, wo das drinsteht? Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Frage. Denn es ermöglicht mir in meiner knappen Redezeit auch diesen Punkt noch aufzunehmen. Es ist ganz klar, die FDP-Bundestagsfraktion hat inzwischen eine einheitliche Haltung zu diesen Punkten. Die habe ich Ihnen soeben vorgetragen. Die deckt sich nicht mit der Position der Grünen, denn die Grünen
reden zwar davon, wir müssten hier Gesetze vorlegen, aber gleichzeitig sagt Herr Krischer, wir müssten das Fracking verbieten. Sie müssen sich schon entscheiden, verbieten oder regeln. Wir sind für Regeln, und das ist unsere Position, meine Damen und Herren. Und deshalb laden wir auch den Koalitionspartner herzlich ein, noch in dieser Wahlperiode eine gesetzliche Klarstellung zu diesen Punkten vorzunehmen. Vielen Dank. Der Kollege Lars Klingbeil hat jetzt das Wort.